Na, hallo alle miteinander. Ich nehme euch mal wieder mit zum Bauwagen. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Wie ihr seht, ist einiges passiert. Das ist jetzt der neue Platz. Das wird die neue Werkstatt. Da gibt es auch noch einiges zu tun. Ansonsten ist unten die Plane dran. Dass kein Wind durchzieht, es macht im Winter sehr viel aus. Das Holz ist behandelt mit Labsal. Hier muss ich jetzt noch warten, bis die Ofenrohre kommen. Wer kommt hier hin? Da kann ich das Restholz festmachen. Hier geht es dann ein. Das Dach muss noch mal ran. Das steht hier schon. Auch noch mal gestrichen. Und das ist dann... Hier mache ich mich dann irgendwie schön nächstes Jahr. Ja, ansonsten hier müssen natürlich noch die Abschlusshölzer und sowas ran. Aber das ist dann so Krams, den man Stück für Stück macht. Und hier steht halt noch ein Wohnwagen und ein halb ausgebauter Bauwagen, wo ich ein bisschen Krams reinlegen kann und so. Mal gucken, was wir mit dem noch machen. Der ist ja nicht mehr. Mal schauen. Ja, und so wird es dann hier. Rundherum den Zaun, da können auch keine Tiere rein. Da hinten ist noch ein kleines Eckchen. Geht es also noch ein bisschen rum. Und was auf alle Fälle am Plan steht, ist dann mal, ihr seht hier die Bäume. Das muss mal ein bisschen alles, was hier so rein wächst, irgendwie ein bisschen gekürzt werden, aber naja, nicht jetzt. Gehen wir mal rein. Wenn ich einen Schlüssel finde. Ah. Tada. Hier sieht man auch mal den Boden, wo der jetzt gelaugt und geseift wurde. Da kommt halt noch mal eine Runde drauf. Jo. Seht, ist schon ein bisschen was gemacht. Ich denke, so in 2-3 Wochen kriege ich es hin, dass ich dann einziehen kann. So. Hier kommt der Kühlschrank hin. Die Ecke muss ich noch bauen, hier mit dem Klo. Seht, steht gerade alles oben, dass ich den Boden noch richtig überall rankomme. Mal gucken, ob das jetzt getrocknet ist. Ja. Gut. Ja, Bleiglasfenster ist noch draußen, kommt am Schluss rein. So sieht es im Moment aus. Alles nur mal gerade so ein bisschen reingestopfelt. Und das ist heute meine Baustelle, den ein bisschen schick machen nochmal. Und was ist heute noch? Also hier den Rost ab. Das passiert heute alles. Da ist viel Staub drauf. Den ganzen Staub einsaugen. Steht auch am Programm. Irgendwo habe ich einen Zettel. Hier sieht man jetzt mal das Regal in live, wo man vielleicht schon auf, wo ihr vielleicht schon auf den Fotos gesehen habt. Ja. Was soll ich sagen? Endspurt ist angesagt. Und ja, egal was für Zeiten irgendwie sind, man sollte, glaube ich, nie aufhören, irgendwie sein Ding durchzuziehen, seinen Traum zu leben. Liebe Grüße.